Hallo Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn, was gibt's Neues? Heute nichts Neues auf der H0E, auch nicht auf der Gartenbahn draußen. Nein, diesmal wieder etwas Neues auf der TT-Anlage, handlich klein. Eine schöne neue Ludmilla, Baureihe 130 aus dem Hause Pico, mit Werkssound. Ist natürlich keine Werbesendung, ist natürlich alles selber gekauft und bezahlt. Ja, auf der TT-Anlage ist ja ein geheimes oder ein geheimer Ort entstanden. Bisher gab es da ja noch so eine Mauer, davor ein Wachturm und ein Gleis führte hinein. Mittlerweile wurde das etwas abgeändert und es befindet sich ein geheimes Gelände hinter dieser Mauer. Dieses werden wir heute befahren, denn wir haben einen Auftrag bekommen. Und zwar nutzen wir gleich die neue Pico Ludmilla, um in das neue Gelände einen geheimnisvollen Waggon zu liefern. Ebenfalls aus dem Hause Pico, dieser neue Waggon. Und ich weiß nicht, was drin ist. Auf jeden Fall soll der dorthin geliefert werden. Bevor wir das machen, gibt es noch mal einen kleinen Rundblick. Und ich sag noch was. So, gucken wir mal. Fangen wir erstmal bei der H0 an und H0E. Denn wir haben natürlich auch eine 130 mit Loknummernschildbeleuchtung hier im BW stehen. In H0. Diese wird dann erstmal die TT-Lok über die H0-Anlage transportieren. Nicht, dass die armen H0-Bahner zu kurz kommen hier. Also wir fahren durchs H0-NVA-Gelände. Übers Viadukt. Und natürlich durch die LPG. Ein Icarus-Bus fährt auf dem Chaos-System. Die H0E fährt ebenfalls und die Grubenbahn, die in der Grube steht, in meinem Bergbau, wo gutes altes Uranerz gefördert wird, die fährt natürlich auch. Hier oben kommt es dann raus. Gleich in der Nähe vom NVA-Gelände. Ja, und dann kommt die schöne neue 130 hier drüben im Bahnbetriebswerk an. Fährt dann erstmal tanken, weil irgendjemand nicht aufgefüllt hat. Und dann geht es über die TT-Anlage. Da ist übrigens der geheimnisvolle Waggon. Und der soll ins geheimnisvolle neue Gelände gebracht werden. Wir gucken schon mal von außen in das Gelände rein. Dorthin sind die Schranken. Ja, und da geht's dann rein. Oh Gott, Radioaktivzeichen, das ist gar nicht gut. Und ich muss diesen blöden Waggon da reinbringen. Naja, mal sehen. Vielleicht sollten wir mal eine Messung an dem Wagen machen. Ob da irgendwas radioaktiv Strahlendes drin ist. So, die normale Strahlung beträgt ja in Deutschland und überall so 0,2 ungefähr, ist ja eine Grundstrahlung, die gibt es ja überall. So, dann gucken wir mal an, was dieser Waggon so hinkriegt. Da bin ich mir ja auch noch wunderbar. Oh. Ich glaube, ich sollte im Bleikorsett diesen Wagen transportieren heute. Also ich weiß nicht, was sie in diesem geheimen neuen Gelände dort hinten bauen. Auf jeden Fall muss das was Militärisches sein, denn dieser Wagen hat ordentlich Bums. Der ist also ordentlich heiß, glaube ich. Ja, ich glaube,
Wir brechen das hier lieber ein bisschen ab. Oho. Oho. Gut. Ja, okay. Dann fahre ich also mit dieser wunderschönen Ludmilla diesen etwas heißen Wagen in das neue geheime Gelände da hinten. Na toll. So, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim neuen Video.
Und jetzt sieht man auch das neue Gelände auf der TT-Anlage. Gesichert durch gleich zwei Schranken und ein großer Wachturm und eine Mauer. Hat sich hier dahinter der Gladweg ein kleines NVA-Gelände breit gemacht. Ich weiß ja nicht, was die bauen und was in dem Wagen drin ist. Aber naja, ich dachte ja erst, es wird schwierig, ein TT-NVA auszustatten. Aber lustigerweise gibt es so viele coole Fahrzeuge in TT auch für die NVA, dass man da hätte locker ein halbes Vermögen weglassen können. Zum Glück verkaufen manche Leute auf eBay gleich mal ein Set, wo vieles drin ist, zu einem sehr günstigen Preis. Da kommt man auch mal schnell zu einem schönen NVA-Gelände auf der TT-Anlage. Tja, ich denke mal, ein paar Fahrzeuge kommen bestimmt noch. Und ab und zu müssen wir bestimmt auch mal Diesel und Benzin hier hinliefern, denn es gibt ja eine Tankstelle hier.